herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Dualseelenprozess, nächster Schritt. So heißt dieses Legesystem. Dieses Legesystem wurde von mir entwickelt und bei diesem Legung schauen wir an die duale Seelenprozesse Schritt für Schritt. Das heißt, wir rennen nicht mit Tür ins Haus, sondern wir machen kleine Veränderungen, kleine Verbesserungen, kleine Schritte führen auch zum Ziel. Ziel ist, dass er etwas offener ist, dass er über Gefühle spricht, dass er Gefühle zeigt, dass er entgegenkommt, dass er auch Gefühle annimmt. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung Duale Seelenprozess nächster Schritt 25 Euro. Nach Wunsch kann ich euch energetisch unterstützen mit einem kleinen Ritual und Energieübertragung. Die Ritual und die Energieübertragung ist gratis. Dainea ist die mediale Name. Liebe Dainea, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen. Ich möchte mich bedanken für deine Treue und auch für diesen Auftrag. Wir haben schon miteinander kontaktiert. Das ging gar nicht um die Liebe, das war ein anderes Thema. Und hier geht es um Dualseelenprozess, geht es um Liebe, Partnerschaft und ich habe überhaupt keine Information diesbezüglich. Aber ich fange mal an. Erstmal kommt deine persönliche mediale Botschaft. Er ist sehr nachdenklich. Seine Gedanke ist, wie geht es weiter? Sei völlig entspannt, du wirst von ihm etwas hören. Und das wird wichtig sein. Das war die mediale Botschaft. Diesmal habe ich die indische Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Die indische Astrologie berücksichtigt, dass unsere Sonne, unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Es ist nicht viel, es ist minimal, aber im laufenden Jahrhunderte, im laufenden Jahrtausende macht das schon was aus. Und diese Bewegung nennt man Präzession. Und diese Präzession wird in indischen Astrologie berücksichtigt. Es ist eine andere Berechnung, also nicht wundern, dass hier Sonne, Mond, Planeten anderes sind als in westlichen Horoskop. Dazu kommt noch, dass die indische Astrologie mit Mondhäusern arbeitet. Was sind diese Mondhäuser? Das ist die Tagesbewegung des Mondes. Ich erzähle immer wieder die mythologische Geschichte dazu. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini. Rohini ist schön und jung und unschuldig. Die beiden verlieben sie sich und dann macht der Mond einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, nun na ja gut, ich habe das ganz gut überlegt. Du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Schwester auch heiraten. Alle ihre Geschwister. Dem Mond blieb nichts anderes übrig. Er heiratete alle 27 Geschwister. Und jeden Tag besucht er
eine von seinen Frauen. Und jede Frau ist anderes, hat auch andere Eigenschaften. Und das sind die Tagesbewegung des Mondes. Und das hat einen Einfluss auf unseren Alltag, hat auch einen Einfluss auf unseren Geburtshoroskop, weil da kommen noch zusätzliche Informationen, natürlich von den Sternen. Nach dieser indischen Berechnung bist du in Tierkreiszeichen wiedergeboren. Das bedeutet für dich, die Kraft, alles in Bewegung setzen in dein Leben, was dich begeistert, mutig zu sein. Dieser Mondhaus, wo deine Sonne befindet, heißt Ashwini und hier heißt es Heilung. Und das kann bedeuten, deine heilerische Fähigkeiten, kann auch bedeuten, dass in dein Leben viel Reinigungsprozess und Heilung du durchmachst. Du bist kurz vor Vollmond geboren. Und das kannst du so vorstellen, dass deine Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen wieder, aber im Grenzbereich. Im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Fischen und Tierkreiszeichen wieder. Hier beginnt in diesem Punkt alles. Das ist, war früher hier der Frühlingspunkt. Also du startest mit dieser Kraft, mit dieser Energie. Und diese Kraft gibt dir die Tierkreiszeichen wieder. Auch die Feuerelemente, die Begeisterung, die Aktivitäten. Aber du hast die Färbung in von Tierkreiszeichen Fischen. Und das ist sehr intuitiv. Also es unterstützt dich immer wieder, wenn du auf deine Träume vertraust, wenn du intuitiv handelst. Und im Tierkreiszeichen Fischen ist ein Geheimnis verborgen. Und das ist die Vorstellung, unsere Vorstellungskraft. Ein Traum, eine Vision, eine Vorstellung, davon überzeugt zu sein und daran glauben. Du brauchst dieses Vertrauen und dieses Glauben und dann geschehen lassen. Das ist eine gewisse Mischung, das wäre Tierkreiszeichen Fische und dann kommt die Mut und die Kraft von Tierkreiszeichen wieder dazu. Gehört zu deiner Persönlichkeit. Mond liegt gegenüber. Das heißt, du bist kurz, also wirklich ein paar Stunden vor Vollmond geboren. In indischer Astrologie heißt es, die Vollmondgeborenen haben Glück, weil dann wird der Lebensweg beleuchtet. Dein Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau, aber auch im Grenzbereich. Im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage. Also gehörst zu dem sogenannten Grenzgänger. Du kennst die Jungfrau, kennst aber auch die Waage. Und das war genau exakt im Grenzbereich, in dem Moment, wo Mond überging in Tierkreiszeichen Waage, in dem Moment war auch Vollmond. Das heißt, du bist wirklich kurz vor Vollmond geboren. Die Jungfrau gibt dir die Klugheit, die Bescheidenheit, auch die Realitätbewusstsein, das Praktische. Und mit diesen Jungfrau-Eigenschaften kannst du alles ganz gut einordnen im Leben. Du brauchst auch Ordnung und triffst auch die richtigen Entscheidungen. Und die Waage dazu gibt dir die Leichtigkeit, die Liebe, die Schönheit, die Harmonie, die künstlerische Begabung. Und das brauchst auch, weil die Mond bewegt sich hier, das braucht dein Gefühl. Mond hat einen Bezug zu unseren Gefühlen. Wenn ich die Elemente betrachte, wir haben vier Grundelemente. Das ist Feuer, Erde, Luft und Wasser. Bei dir fehlt die Luftelement in dein Horoskop. Und die Luftelement bedeutet Leichtigkeit. Natürlich, wenn du diese Färbung bei Mondposition betrachtest, die Tierkreiszeichen Waage. Die Tierkreiszeichen Waage gibt schon dieses Luftelement, weil die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Ansonsten brauchst du diese Balance, diese Ausgleich, das ist die Leichtigkeit. Oder von vieles verabschieden.
Loslassen in dein Leben befreit zu sein, wo du endlich aufatmen kannst, gibt dir auch die Leichtigkeit. Dieser Luftelement bedeutet aber auch das Spielerische. Etwas mit Leichtigkeit spielerisch betrachten. Nicht nur das, sondern auch die Kommunikation, weil die Worte werden auch über Luft vermittelt, also hat ein Bezug zum Sprache, zum Kommunikation. Saturn ist der große Lehrmeister, beeinflusst unserem Schicksalswege, auch unserem Karma, bringt in unserem Leben dazu die Lösung, weil belehrt uns genau das, was wir brauchen, genau das zeigt die Saturn-Position. Saturn befindet sich in deinem Horoskop in Tierkreiszeichen Zwillinge. Es fehlt bei dir die Luftelement und die Tierkreiszeichen Zwillinge gehört zum Luftelement und hier zeigt Saturn genau das, was dir fehlt. Die Tierkreiszeichen Zwillinge. Und das ist die Neugier, die Beweglichkeit, die Kommunikation, das Spielerische, das Jugendliche, Frische und auch die Sprache. Aber noch etwas ist wichtig bei den Tierkreiszeichen Zwillinge und davon kannst du vieles lernen, weil hier ist der Lehrmeister, wo dir das zeigt. Das ist Saturn. In Tierkreiszeichen Zwillinge befindet sich Castor und Pollux. Sie sind Brüder. Mutter ist Leda, die Königin von Sparta. Und der eine Sohn, und das ist Castor, ist der Sohn von dem König, König von Sparta, also menschlich und sterblich. Der andere Sohn, das ist Pollux, das ist der Sohn von Zeus, von Himmelsgott, also göttlich und unsterblich. Und die beiden Zwillinge, Castor und Pollux, sind immer miteinander verbunden. Und dann kam die Zeit, dass Castor musste sterben und Pollux war so hilflos und ging zu seinem Vater, zum Zeus, und erzählte ihm das alles und sagte, ich muss auch sterben, ich möchte meinen Bruder nicht alleine lassen, also ich bitte dich auch um die Sterblichkeit. Und das berührte Zeus Herz und sagte, nee, das mache ich nicht. Ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hatte die beiden Zwillinge unsterblich gemacht und setzte beide im Himmel. Und die sind die Hauptsternen in Tierkreiszeichen Zwillinge, Castor und Pollux. Und diese Geschichte erzählt das höhere Bewusstsein. Diese Geschichte erzählt auch, dass wir ein Teil sind von dem göttlichen Schöpfung und dass diese Verbindung immer da ist. Wir müssen damit nur bewusst sein. Und diese Geschichte ist auch nochmal ein Hinweis, was du verinnerlichen sollst. Dieses Bewusstsein zum Haben erleichtert unserem Leben, also kommt die Luftelemente zu, diese Leichtigkeit. Wir sind die Kinder von diesem göttlichen Schöpfung. In dieser kindliche, spielerische Art vermittelt uns die Tierkreiszeichen Zwillinge. Venus ist die Liebesplanet und das ist die weibliche Energie. Dein Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder und dieser Mondhaus heißt Parni und hier kommt im Ausdruck das Mütterliche, aber nicht nur diese mütterliche Art zum Leben in die Liebe, Partnerschaft, sondern es steht in Verbindung zu Mutter Erde. Und das ist diese göttliche Fürsorge. Und das erlebst du in dein Liebesleben, weil es immerhin die Venus-Energie und zeigt dein Liebesleben. Und das wird dir vermittelt im Vertrauen bleiben. Diese göttliche Fürsorge sorgt dafür, dass du diese Liebe auch bekommst und dass du glücklich bist in die Liebe-Partnerschaft. Hier ist wichtig, von Angst zu befreien,
Aber immerhin wirkt in diesem Bereich auch Andromeda und das zeigt auch diese Befreiung von Angst. Mars ist die männliche Energie, aber auch Liebesplanet. Irgendwie ist es auch die Liebesplanet, weil die beiden sind ein Liebespaar, Mars und Venus. Venus ist Aphrodite und Mars ist Ares und das sind die göttlichen Liebespaar. Also Mars ist die männliche Energie, das Männliche. Und diese männliche Energie haben wir Frauen auch, weil das brauchen wir uns durchsetzen im Leben. Das ist auch die Kraft in uns. Aber bezeichnet auch der Mann. Wie stellst du diesen Mann vor? Denn Mars-Energie befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Das bedeutet, der Mann soll gefühlsvoll sein, hilfsbereit sein und soll um dich sorgen, dich zu behüten und beschützen, dir ein Zuhause geben und soll sehr emotional sein. Diese Mars-Energie befindet sich in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Bushia und das bezeichnet das Gefühl zu haben, den richtigen Augenblick zum Handeln. Und du wirst dieses Gefühl haben, wann er entgegenkommt, wann wird er aktiv sein und auch die richtigen Augenblicke verspüren, wann ist es besser, zurückhaltend sein und abwarten. Wichtig ist, dass du auf dein Gefühl hörst, auf deine Intuition. Jetzt schauen wir diese Legung an. In welcher Situation befindest du dich im Augenblick? Das zeigt dieses Bild. Das ist sehr göttlich, das ist auch die Weisheit. Hier ist ein Tor und dieses Tor symbolisiert ein Tempel. Ein Tempel, der Eingang zu diesem Tempel. Tempel Salomo wird hier in diesem Bild dargestellt. Aber nicht nur das, sondern auch die weibliche und männliche Energie, dieser Einklang. Und das bedeutet, diese männlichen und weiblichen auch das Bewusste und Unbewusste. Bedeutet auch Tag und Nacht, Sonne und Mond. Und hier kommt alles im Einklang. Oberhalb von dir wie eine Krone ist die Mond. Und Mond wechselt sich die Mondphase, das ist die Bewegung, zeigt auch den Rhythmus des Lebens. Also vertraue auch auf die Zeitqualität. Und hier ist ein Schlaubuch und das ist ein ganz besonderes Buch, weil es gibt im Himmel ein Buch des Schicksals des Lebens. Und in diesem Buch, dieses geheimnisvolle Buch, heißt Akasha Chronik. Und in diesem Buch sind beschrieben die menschlichen Schicksalswege. Und wenn zwei Menschen füreinander bestimmt sind, dann ist das vorbestimmt, dann ist das geschrieben in diesem Buch, dann kommt es auch so. Wir sollen nur daran vertrauen. Und dann kreuzen sie sich die Schicksalswege und das sind diese seelischen Verbindungen. Und dieses Vertrauen hast du jetzt schon. Worüber magst du Gedanken oder worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt dieses Bild an. Das ist ein Neuanfang. Ein Neuanfang in eine bestimmte Richtung. Welche Richtung soll das sein? Das zeigt die Feuerelement. Und das bedeutet all das, was dich begeistert. Deinen Gefühlen symbolisiert dieses Bild, ein wunderschönes Bild. Hier in diesem Stein ist ein Venus-Symbol. Und das ist die weibliche Energie, die Liebesplanet. Aber hier erscheint auch Kaia, die Mutter Erde, und das ist die Fruchtbarkeit, die Natur. Hier blüht alles auf. Und du vereinst in dir das beides in dir, diese Mütterlichkeit, aber auch das Liebesenergie. Wir schauen jetzt in die Tiefe, in deinen Seelen. Welche Themen hast du? Das zeigt dieses Bild. Das ist eine ganz schwere Last, eine ganz schwere Arbeit, was du hier trägst.
Hier erscheint eine männliche Person, aber die Bilder haben symbolische Bedeutung. Und das bedeutet, dein Lebensweg, immer hart arbeiten, vieles ertragen, viel mitschleppen, das ist schwer. Aber du hast die Möglichkeit, und das zeigt diese Zahl 7 heißt neue Möglichkeiten oder neue Chancen. Deine Chance ist, wenn du das einfach stehen lässt. Lass das einfach liegen. Alle Belastungen, lass das einfach liegen. Das brauchst du nicht mitschleppen. In dem Moment kannst du endlich aufatmen. Wow, jetzt habe ich Luft. Und du brauchst dieses Luft. Was begrenzt dich, wenn du deine Begeisterung nicht lebst, weil du empfindest, dass dieser Weg zu schwierig, sondern hier sollst du über deine Grenzen stehen. Also nicht die Schwierigkeiten betrachten im Leben, sondern das hinter dir lassen und hier die Feuerelement sagt, die neue Richtung, in den Weg gehen, was dich begeistert. Genauso wie hier, selbst in Hand zu nehmen und so die Entscheidungen treffen. Was soll dein nächster Schritt sein? Diese Karte zeigt hier die Zeit. Die Zeit kommt, dass dieser Schicksalsrad dreht sich in deine Richtung. Abwarten, geduldig zu sein, es dreht sich genau in die Richtung, was du auch brauchst. Woran liegt seine Lernaufgabe und woran liegt deine Lernaufgabe? Das zeigt diese beide Karten. Das ist seine Lernaufgabe und das ist deine Lernaufgabe. Seine Lernaufgabe ist, mehr auf die Vertrauen kommen und mehr auf dem Göttlichen zu vertrauen, auf sein Schicksalsvertrauen. Woran liegt deine Lernaufgabe? Dieses Bild muss ich umdrehen, das zeigt deine Lernaufgabe. Es sind Verletzungen, tiefe Verletzungen und Verluste. Und diese Angst, Angst zu haben, verletzt zu werden oder Verlustangst, diese Angst loslassen. Was kannst du tun, dass er offener wird, dass er sich öffnet? Das zeigt dieses Bild an. Und hier in diesem Bild erscheinen die Kelchen. Und die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Das symbolisiert seinen Gefühlen. Davon gibt hier einmal 3. Das symbolisiert seine Vergangenheit. Und diese Kelchen sind zerbrochen. Und hier fließen die Tränen und beschreibt seine Vergangenheit. Hier in die Mitte ist die Gegenwart. In Gegenwart braucht er Heilung, braucht ein Entgegenkommen und Verständnis. Ein Balsam an seiner Seele, damit hier besser wird. Und diese 2 stehenden Kelchen bedeuten die Zukunft. Und die Zukunft ist sehr gefühlsvoll und die Zahl 2 bedeutet Zweisamkeit, ohne Zweifel. Das bedeutet, er braucht momentan Heilung, ein Entgegenkommen und ein bisschen Streicheleinheiten. In welcher Situation befindet er momentan? Er braucht Kraft. Er fühlt sich zurzeit kraftlos. Worüber macht er Gedanken? Das ist diese viel Arbeit. Und das, was ihn bedrückt momentan, oder macht Gedanken über seine Arbeit. Natürlich kann das bedeuten, seine Tätigkeit oder hat Aufgabe oder muss viel Arbeit leisten, aber kann auch bedeuten, dass er arbeitet an sich selbst. Seine Gefühle sind voller Begeisterung. Er hat einiges hinter sich, auch vielen verletzten Gefühlen,
aber er sieht gute Chancen, dass das weitergeht. Er hat ein gutes Gefühl dabei. Was möchte sein Seele dir vermitteln? Das sind die Werte und Wertschätzung. Aber nicht nur das, sondern er möchte das in Hand haben. Er möchte handeln, etwas im Besitz nehmen. Er möchte dich im Besitz nehmen mit Wertschätzung. Und die Münzen bedeuten hier auch Sicherheit, Stabilität, dir Sicherheit und Stabilität geben. Liebe Dainea, das war diese Legung, dualer Seelenprozess, nächster Schritt. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.